Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Christoph Malussis. Ich bin Premium-Kundenberater und Marktanalyst bei der IG Bank und freue mich heute hier gemeinsam bei dem Webinar mit Ihnen das Thema Swing Trading uns anzuschauen. Heute an meiner Seite Orkan Kuyas wieder, der uns da gleich einen Einblick drüber geben wird, wie das Swing Trading ja am zeitschonendsten im Prinzip umzusetzen ist. Es ist ja eine Handelsart, die sich natürlich auch ideal für Berufstätige eignet, die eben nicht den ganzen Tag als Daytrader vor dem Bildschirm sitzen, aber da wird uns der Orkan gleich sicherlich noch etwas mehr erzählen. Zunächst einmal eine Frage an Sie zur Administration. Darf ich Sie kurz bitten, mir über die Chatfunktion mitzuteilen, ob Sie mich gut und klar hören? Dann werde ich entsprechend mit dem Webinar gleich weitermachen. So, wunderbar, da kriege ich schon die Rückmeldung, dass es soweit passt vom Ton her. Das freut mich. Über die Chatfunktion dann übrigens auch die Möglichkeit für Sie, uns jederzeit Fragen zu stellen. Der Herr Kuyas wird dann direkt natürlich darauf eingehen oder meine Wenigkeit, je nachdem, an wen die Frage dann auch gerichtet ist. Bevor wir dann gleich loslegen, werde ich wie immer einmal kurz den Haftungsausschluss für Sie vorlesen. Der ist jetzt bei Ihnen auf dem Bildschirm, da können Sie selbstverständlich gerne mitlesen und dem Ganzen dann auch folgen. Jetzt muss ich nur schauen, dass der Bildschirm auch live ist, damit Sie das auch sehen. So ist es. Jetzt ist er auf dem Bildschirm drauf. Haftungsausschluss. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger geeignet sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Dieses Webinar stellt keine individuelle Anlageberatung dar. Und bevor ich jetzt an den Orkan das Wort übergebe, für die unter Ihnen, ich sehe, wir haben viele neue Gesichter auch heute wieder dabei bei dem Webinar, möchte ich einen kurzen Ausblick geben, IG Bank beziehungsweise natürlich auch die IG Gruppe kurz vorzustellen, damit Sie auch wissen, wer wir sind. Und danach werde ich an Orkan dann das Wort übergeben, der uns dann das Swing Trading näher bringen wird. Zunächst einmal, wenn wir natürlich von der IG Bank reden, müssen wir zunächst einen Blick auf die IG Gruppe werfen. Die IG Gruppe ist mittlerweile mehr als 45 Jahre alt. Wir wurden 1974 bereits gegründet, damals eben aus der Idee heraus, Gold, über ein derivatives Handelsinstrument handelbar zu machen. Das war im Prinzip der Vorläufer der heutigen CFDs, also Contracts for Differences, die wir damals mitentwickelt haben. Das heißt, wir können da schon mit uns oder von uns behaupten, dass wir dort wirklich sehr, sehr tiefe Erfahrungen haben, was den Handel mit CFDs angeht. Wir sind seither natürlich auch stark gewachsen, eben auch global in 14 Ländern mittlerweile auf allen Kontinenten der Welt vertreten und mittlerweile auch mehr als 200.000 aktive Kunden. Das heißt, die Zahl, die Sie dort jetzt sehen, ist gar nicht mehr aktuell. Das heißt, wir wachsen hier natürlich ständig weiter. Und das Wichtige hier ist, das sind aktive Kunden. Das heißt, das sind Kunden, die wirklich auch aktiv auf dem Live-Konto handeln und nicht eben nur Demokonten. Das ist für Sie natürlich insbesondere interessant, dass Sie da auch einfach das, ich sag mal, das gewisse Maß an Sicherheit haben, dass wir eben Kunden weltweit haben, die uns auch da vertrauen. Die IG Bank wiederum wurde 2014 gegründet. Der Sitz der IG Bank ist in Genf. Wir sind als voll regulierte Bank hier über die FINMA reguliert, was natürlich für Sie einen gewissen Vorteil bietet, da wir hier natürlich einmal als IG Bank lokal vor Ort regulierte sind. Das heißt, wenn Sie mal, ich sag mal, Fragen zu unseren Geschäften haben, können Sie natürlich sich da immer an die FINMA wenden. Aber als IG Gruppe werden wir zusätzlich dazu auch noch von der FCA in London beaufsichtigt. Und das ist natürlich für Sie ein doppeltes Maß an Sicherheit, was wir Ihnen hier bieten. Wir sind mittlerweile in zwei Büros vertreten in der Schweiz. Einmal das Büro in Genf, wo nach wie vor der Hauptsitz ist. Und seit mittlerweile etwas mehr als 2 Jahren haben wir auch in Zürich unser Büro direkt am Paradeplatz. Da heißen wir natürlich immer jederzeit gerne willkommen, sobald es dann wieder erlaubt ist und wir dann auch wieder im Büro vor Ort sein werden, können Sie jederzeit gerne auch vorbeikommen und uns dort besuchen und Ihre Fragen stellen. Das Trading mit der IG Bank zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass wir ein sehr, sehr breites Portfolio an verschiedenen Assetklassen haben und an verschiedenen Produkten haben, die Sie handeln können. Das sind weit mehr als 16.000 handelbare Märkte, darunter natürlich alle Assetklassen vertreten, wie Aktien, Rohstoffe, Forex, aber eben auch Indizes und andere Anlageklassen wie zum Beispiel Zinsen, die Sie uns über uns handeln können. Das heißt, da haben Sie wirklich ein breites Angebot und der Vorteil hier ist,
Insbesondere der, dass sie eben alle Produkte aus einer Plattform heraus handeln können. Das heißt, sie müssen nicht für einzelne Produkte in unterschiedliche Plattformen sie anmelden, sondern haben alles auf einer einzelnen Plattform auch verfügbar. Und die Handelsplattform an sich ist natürlich für Sie auch ein entscheidendes Merkmal. Sie haben dort die Plattform einmal über eine webbasierte Lösung verfügbar, über die App natürlich. Dann haben wir natürlich aber auch professionelle Handelsanwendungen, wie zum Beispiel das Pro-Real-Time-Charting-Software, mit der wir arbeiten. Das wird uns der Herr Kuyas gleich auch im Webinar dann auch gleich zeigen. Die verwendet er nämlich selbst auch für seine Analysen. Also da haben Sie wirklich ein breites Angebot an verschiedenen Handelsplattformen, aus denen Sie wählen können. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, wir sind seit 1974 mit dem CFD-Handel tätig. Das heißt, wir haben da ein gewisses Maß an Erfahrung und haben uns entsprechend auch in der Hinsicht als größter CFD-Anbieter weltweit etabliert. Wir bieten für Sie als Endkunde einen mehrsprachigen Service hier in der Schweiz, logischerweise Deutsch, Französisch, Italienisch, aber eben auch Englisch. Und wenn Sie uns außerhalb unserer Büroöffnungszeiten erreichen wollen, können Sie das natürlich auch machen, dann allerdings in Englisch, aber Sie können uns jederzeit erreichen, wenn Sie Fragen haben. Auch hier eingangs schon erwähnt, wir sind eine in der Schweiz regulierte Bank. Das heißt, Ihre Einlagen bei uns sind über die ESI Swiss gesichert. Sie haben da natürlich alle Vorteile, die Sie bei jeder anderen regulierten Bank in der Schweiz auch haben. Für mich immer besonders wichtig die Bildungsplattform IG Academy. Bildung ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Denn wir haben ein ganz klares Interesse daran, dass Sie als unsere Kunden natürlich das Maximum an Knowledge und an Know-how mitbringen und aufbauen können, damit Sie natürlich auch langfristig Ihren Erfolg beim Trading haben werden. Uns liegt nichts daran, dass Sie kurzfristig handeln und dann über wenige Trades vielleicht Ihr Kapital dann verlieren. Das ist genau das, was wir entgegenwirken wollen, gerade mit solchen Webinaren, aber eben auch dann wieder mit Seminaren, sobald das dann wieder möglich ist. Und diese IG Academy insbesondere bietet Ihnen dann noch einen Vorteil. Sie haben da nämlich Videos on Demand, heißt also, Sie können dort unsere Lernvideos jederzeit abrufen, um sich dort weiterbilden zu können. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig, weil, wie gesagt, es ist halt wie mit jedem Metier, Sie müssen sich in gewisser Weise natürlich damit auseinandersetzen mit dem Thema Trading und sich dort ein gewisses Know-how anlernen, damit Sie dann natürlich auch entsprechend erfolgreich sein können. Zu guter Letzt noch einmal die Adresse hier für Sie eingeblendet. Sie können uns jederzeit natürlich auch telefonisch kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, aber eben auch im Büro, am Paradeplatz hier in Zürich gerne jederzeit besuchen, sobald eben die Büros wieder eröffnet sein werden. Und das soll es mit der kurzen Einführung meinerseits gewesen sein. Ich übergebe nun das Wort an Orkan und ich freue mich auf ein spannendes Thema zum Thema Swing Trading. Dankeschön. So, ja, wunderbar. Danke, Christos. Hallo an alle Teilnehmer. Ich schalte mal kurz auf Bildschirm Nummer 6. So, Mensch, das mache ich mal, nehme ich mal gerade. So, da kann man meine Webseite sehen. Mein Name ist Orkan Kuyas. Ich bin seit 99 an der Börse. Habe am Anfang viel verdient, dann habe ich viel verloren. So war meine Geschichte gewesen. Und dann habe ich wieder zwischendurch mal wieder liegen lassen, wieder verdient und so weiter. So ging es immer wieder. Ich habe bei mir Folgendes festgestellt, dass ich über die ganzen Jahre, ich bin also, wie gesagt, schon noch seit Ende 2007, 2008, glaube ich, selber zu IG mal gegangen. Wie gesagt, CFD-mäßig sind sie schon sehr, sehr lange dabei. Ich habe festgestellt, dass viele immer versuchen, jede Bewegung mitzumachen und viel zu handeln. Ich habe einfach, das hat nichts damit zu tun, dass ich älter geworden bin, ich habe einmal festgestellt, dass Effizienz manchmal, teilweise manchen Marktphasen weniger machen, besser ist. Und ich selber habe ein Drei-Säulen-Prinzip, wie ich arbeite, wie ich trade, was ich tue. Und das bedeutet, es gibt einmal die Säule Nummer 1, das ist das sogenannte Day-Trading. Es gibt die Säule Nummer 2, das ist das Thema nämlich heute, also da ist D, da ist S, für das Thema Swing-Trading. Säule Nummer 3 ist der sogenannte saisonale und statistische Handel. Der ist nicht diskretionär. Bedeutet, da muss ich halt nach einer Statistik vorgehen, die ich mir selber kalkuliere oder ausrechne. Und
Von daher vorstellen, das nenne ich einfach so, nee, das kann ich so nicht nennen. SE nenne ich das dann, also SE für Seasonals. Und SE, so, bedeutet, ich habe ein Drei-Säulen-Einnahmensprinzip. Bedeutet, einmal habe ich ein Konto quasi, da finde ich es über Day Trading, dann habe ich das Swing Trading Depot und das Saisonale. Dann gibt es solche Phasen, wo ich zum Beispiel im saisonalen Segment manchmal 2 Wochen nichts habe oder 3 Wochen. Schlimm ist es nicht. Da kommen auch manchmal Phasen, wo die Trades richtig toll sind, wo man dann auch gut absahnt. Es gibt natürlich aber auch Minus-Trades, wo man auch mal verliert, ob man mehr oder weniger. Das ist ein ganz normaler Bestandteil vom Trading. Beim Day-Trading ist es halt so, die Angst, immer was zu verpassen, die hindert einen extrem daran, sauber zu arbeiten. Wie soll ich das erklären? Also das ist so, das ist das Problem bei vielen. Ich verpasse was, ich muss da rein, ich muss mitfahren. Das ist der falsche Ansatz. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich mal heute gucke, ich hatte zum Beispiel heute 2 Trades gemacht im DAX und habe heute Morgen eine Position von gestern geschlossen. Ja? Das heißt, heute Morgen habe ich einmal eine Position geschlossen, also die von gestern schon lief. Das war ein Short auf die Wirecard. Da gab es halt das, was ich nenne, ist halt immer so Glück morgens, ja, so ein bisschen kommt das Ding ein bisschen schärfer rein. Aber wie gesagt, beim DAX habe ich heute 2 Sachen gehabt und das war's. Das heißt, ich drücke nicht 80.000 mal rum. Ja. Und nochmal, wie gesagt, es ist halt die gesagt, das Drei-Säulen-Prinzip und auch für heute hat sich bei mir eine Säule aufgetan. Und zwar im Swing-Bereich. Und die werde ich dann gleich ein bisschen näher erläutern. Ja, wir gucken uns mal Folgendes an. Ich möchte dazu einfach mal eine Grafik zeigen, die ich schon mal gezeigt habe. Die werde ich jetzt erstmal alle Zeichnungen löschen. Werde jetzt die Grafik erstmal kurz laden und werde jetzt einfach direkt hier den Schirm halten. So, mit den Folien, um zu erklären, worauf ich hinaus möchte. Wir hatten das Thema des, mit dem profitablen Handeln gehabt. So, und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Thema hier. Das heißt aber nicht, dass der Trader All-In jetzt hier der sogenannte Daytrader ist. Aber ich will nur was zeigen. Zum Beispiel, lassen wir den mal weg, das ist ja zu heftig. Mike mittelmäßig ist jetzt der Daytrader. Den ganzen saisonalen Händler lassen wir jetzt mal außen vor. Und Leo langweilig ist der Swing-Trader. Natürlich gibt es auch mal ein Minus, aber ich will damit erklären, bei einem Swing nehme ich einen Schwung mit. Ja? Hier muss ich gucken, bin ich da rein, bin ich da wieder raus. Habe ich da geschortet, muss irgendwas auf Tasche machen, das ist Stress pur. Das ist zwar okay, noch einmal, selbst Lufthansa oder es gibt viele andere Firmen, auch Shell macht ja nicht nur Sprit, also Ölprodukte, sondern beschäftigt sich auch mit anderen Sachen. Auch eine Lufthansa hat auch eine Catering Company, ihre Technik Company. Also wie gesagt, ich teile das bei mir auf. Wenn mich jetzt jemand fragt, Orkan, womit verdienst du deine meiste Kohle? Ja? Ist es im Daytraden, ist es im Saisonalen oder ist es im Statistischen? Würde ich sagen, die entspannteste Kohle kann man eher bezeichnen, verdiene ich im saisonalen Handel. Dann kann man aber sagen, dadurch, dass man relativ schneller eingreift oder in vielen anderen Sachen, die, ich sag mal, anstrengenderes Geld, aber natürlich dementsprechend das Gute oder das meiste verdient man zwar im Daytraden, aber nicht weit davon entfernt ist schon das Swing-Traden. Und das Swing-Traden ist entspannter ein bisschen. Man hat nicht immer viele Signale und man nimmt lieber konstant kleinere Renditen mit. Und das hier soll heute mal das Thema sein, dass wir so ein bisschen über das Swing Trading mal quatschen. Bedeutet, guckt euch Mike mittelmäßig an, ja, und lieber so ein Leo langweilig. Das heißt, man soll niemals versuchen, dieser Trader All-In zu sein. Das möchte ich nicht, das möchte der Christos nicht, ja, weil das bringt nichts. Weil auch wenn hier 62% steht, man kennt ja die Auflösung vom letzten Webinar, so ist es natürlich nicht. Er hat nämlich nicht wirklich 62, auch wenn man es so zusammenrechnet. So sieht nämlich das Endkapital aus. Das Gute ist natürlich auch vor allem beim Swing Trading bedeutet, Beispiel, du hast jetzt ein 20, 30 oder 20.000 Schweizer Franken Depot, jetzt bist du bei 22.000. Das heißt, ich kann auch dann mein Risiko ständig erhöhen. Das heißt, ich passe mein Risiko dem Konto an. Bin ich dann bei 30.000, fahre ich ja nicht mehr das Risiko, was ich bei 20.000 gefahren habe. Bin ich bei 40.000, fahre ich auch mehr, als ich bei 20 gefahren habe. Das heißt, ich nutze auch den Zinseszinseffekt aus. Das ist etwas, was ich einfach hier mit der Grafik wiedergeben wollte. Natürlich,
Es ist selten, dass man 8 Trades hintereinander immer ins Plus bringt, aber das gibt es mal. Aber es geht einfach darum zu erkennen, ah, Zinseszinseffekt. Ja? Und ein Swing Trade zum Beispiel kann man so erklären. Ich mach das mal hier ein bisschen weg. Ja, vor allem was Schrottes ist das hier, die Wolke, aber ich benutze die immer noch ein bisschen. Die ist ja witzig. So, ein Swing Trade wäre zum Beispiel, du bist hier short, das Ding macht er auf. Oder, na, jetzt ein bisschen, gut bei der Aktie. Aber du bist jetzt hier schon eingestiegen, nur ein Beispiel. Ja. Stöpkes wäre da oben gewesen und du steigst dann hier oder da aus oder sonst wo. Du nimmst also einen ganzen Schwung mit. Schwung. Ja. Bedeutet nicht mehr dieses, ich muss in den 5-Minuten-Chart oder den Minuten-Chart Trade suchen. Ich empfehle jedem im Daytraden nicht im Minuten-Chart zu handeln. Warum nicht? Weil dort die meisten Leute ihre Kohle liegen lassen. Ja? Nochmal, also nochmal zuhören, Minutenchart, forget it. Meisten Fehlsignale, viele Signale, aber dort verlieren die meisten ihr Geld. Ich denke, wenn das bei euch ankommt, müsst ihr sagen, okay, was machst du denn dann? Ich gucke zwar im M1, suche mir mein Signal, aber lieber im M5 raus, wie man hier ständig sehen konnte, dass man eher longen konnte. Dann ist es mir noch lieber, im 15er-Bereich zu gucken. Denn durch den 15 sehe ich, wenn ich hier short bin zum Beispiel, dass hier eine Unterstützungszone ist. Und erst wenn die bricht, wir nach da laufen, erst dann hier tiefer laufen. Ja? Und hier bekomme ich meine sauberen Signale. Oder nochmal Stunde. Aber es ist immer noch kein Swing Trading. Also was zu kaufen und nach einer Stunde zu verkaufen, ist kein Swing Trading. Also, da muss man schon wirklich Swing, Schwung. Ein Tag ist mal kein Swing Trading, aber so 3 Tage, 4 Tage eine Position zu halten, ist ja nicht verwerflich. Ja? Und zu dem Thema wollen wir heute ein bisschen kommen. So, dann lade ich dazu einfach mal eine Münchner Rück und eine Allianz-Aktie mal rein. Münchner Rück ist heute übrigens sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Entschuldigt mir, dass ich jetzt hier keine helvetischen Parallelitäten mitgebracht habe, also irgendwelche schweizerischen Sachen anzeige, Schweizer Aktien, sorry, weil ich überwiegend die deutschen handle. Ich handle zwar auch US-Aktien, aber am liebsten bin ich dort, wo ich schon seit 20 Jahren bin. Ich habe schon immer und am allerliebsten immer die deutschen Aktien gehandelt und das tue ich heute nach wie vor. Auch wenn das Volumen in US-Aktien weitaus höher ist. So, was wir uns mal anschauen können, ist nämlich Folgendes. Jetzt sehen wir ein klares Bild und man sieht hier einen klaren Aufwärtstrend, Aufwärtstrend, Aufwärtstrend. Dann hier einen Schub nach unten. Hier nicht zu verkennen. Einen Rücklauf, wieder einen Rücklauf nach oben, runter, nächste Rakete. Und jetzt erkläre ich euch mal, wie der Retail-Trader tradet. Der Markt geht hoch. Die kann doch gar nicht so weit steigen. Die muss jetzt fallen. Ich gehe jetzt hier short. Jawohl, ich bin leicht im Plus. Ich halte. Bis da. Zuck, weiter hoch. Verbilligt, 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 verbilligt. Das ist kein Witz, was ich erzähle. Verbilligt, verbilligt. Freut sich auf den Damen und sagte, bevor es gleich wieder hochgeht, gehe ich dann hier mit einem Minus raus. Ah ja, die kaufen sowieso wieder. So ein Mist. Ich kann es nicht wahrhaben. Oh nein, das ist doch nicht deren Ernst. Und hier vorne spätestens sagt sich der Retailer, ich gehe jetzt short. Mit Retailer meine ich eigentlich den privaten Händler zu Hause. Der steigt hier nämlich dann short ein und steigt hier wieder raus und sagt, ich lasse die Finger davon. Ach, habe ich es doch gesagt. Und was ich nicht verstehe ist, dass der dann sagt, wenn es dann hier runter geht, weißt du was, das geht gleich sowieso wieder hoch. Wie gesagt, die Zukunft sieht ja nicht, ich kaufe. Der geht dann hier long. Kauft, kauft nach, kauft nach, kauft nach, kauft nach und steigt im Endeffekt aus. Und damit möchte ich nämlich erklären, warum ist der Retail-Trader ständig gegen den Trend unterwegs. Das verstehe ich nicht. Dann frage ich euch mal, könnt ihr mir die Frage beantworten, warum hier jemand ständig shortet und warum man hier immer Long sucht? Könnt ihr mir das mal sagen? Ich habe dazu zwar eine Antwort für, aber ich möchte sehen, warum oder was ihr dazu sagt. Ihr könnt es in den Chat reinschreiben. Warum
ist der private Händler meistens, nicht immer, mit dem falschen Trend, also immer gegen den Trend unterwegs. Warum sucht er hier Shorts und warum sucht er hier Longs? Jetzt dürft ihr mal das in den Chat reinschreiben. Ich denke mal, Vornamen darf ich hier bestimmt nennen. Ist es in Ordnung, Christus? Vornamen darf ich nennen, oder? So. Für mich? Entschuldigung, ich habe mein Ja. Headset vergessen. Ja, gibt's. Ja, Vorname ist okay, ja. Okay, wunderbar. Also, der liebe Dario hat es schon richtig erkannt. Fear of missing out. FOMO. Könnte ja eine gute Möglichkeit sein. Richtig, aus Angst, was zu verpassen, es könnte ja stark fallen, es könnte ein guter Trade werden, gehe ich mal short. Hier aber schon. Aus Angst, was zu verpassen, gehe ich dann jetzt lieber entweder hier short, es könnte ja von hier weiter runtergehen, oder natürlich, ich gehe jetzt hier long, es könnte eine Rakete nach oben geben. Und da muss ich dem Dario komplett zustimmen. Das ist schon mal ein sehr, sehr, sehr gut formuliertes Argument. Ja. Dann schreibt der Marc was richtig Gutes. Mit Logik kann man nur verlieren. Da hat er auch komplett recht. Wenn du an der Börse hingehst und versuchst, mit der Logik zu denken, ja, das müsste ja jetzt. Ja, und so funktioniert das nicht. Aber ich erkläre es mal gleich. Ja, Marco, die Frage, versuche im Trend zu handeln. Der Trend ist mein Freund. Sorry, das war nicht die Frage oder die Antwort. Die Frage ist mal lieber, warum handeln immer alle gegen den Trend? Jetzt sagt der Richard, wir sind in der falschen Zeiteinheit unterwegs. Das stimmt auch nicht. Denn ich gucke für ein Swing Trading nämlich immer auch erstmal im Daily, wo befinde ich mich? Boah, entschuldigt bitte. Es tut mir wirklich leid. Sorry. Ich konnte nicht mehr so schnell den Mute-Knopf drücken. Es tut mir leid. So. Weil nur wenn ich das hier jetzt sehe, dass es hier steigt, das ist ja nicht mehr eine falsche Zeiteinheit. Der Trend zeigt nach oben. Da habe ich nicht zu shorten. Und selbst im Stundenchart, 4-Stunden-Chart habe ich nicht zu shorten oder auch wenn ich monatlich oder sonst was angucke. Es geht darum, ja, dass die Masse ständig, 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 ständig short ist. Und das verstehe ich einfach nicht. Oder ständig long, long, long. Aktuell, ja. Sehe ich überall alle nur Swing Trading Short, Swing Trading Short, Swing Trading Short. Ich habe heute Morgen einen schönen Short gemacht. Der lief auch 100 Punkte. Ich war auch glücklich. Das hat mir gereicht bei diesem Marktsegment. Ich sage es nochmal. Hier konnte ich wunderbar shorten. Aber zu sagen, ja, Short, Short, Short. Hey, warum? Warum hier schon wieder Short? Ja. Das ist halt von der Psyche her einfacher, weil man nämlich die Vergangenheit sieht. Und dadurch, lieber Christus, liebe Teilnehmer, dadurch, dass der Trader nämlich die Vergangenheit sieht, ja, von hier müsste es ja so wieder fallen. Ein Müsste gibt es nämlich dort nicht. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Muss-Ziel, das muss erreicht werden. Es gibt kein Muss, ja, weil sonst versteift man sich zu sehr darauf. Jetzt nehme ich mal einfach einen Effen-Trendkanal. Der Markt könnte, wenn er Gas gibt, auch bis 12.300 laufen. Glaube jetzt zwar nicht, aber wer hätte heute Morgen an das gedacht? Was ich erwähnen möchte, ist halt, er sieht die Vergangenheit und er möchte ständig den da unten hintraden, anstatt zu sagen, hey, pass auf, Rücklauf abwarten, Long einsteigen. Ihr müsst euch das so vorstellen, deswegen auch zum Swing Trading, ganz wichtig, die Effizienz für euch daraus ist, ganz wichtig, den Trend zu beachten. Bedeutet, wenn jetzt jemand auf dem Boden liegt, und du versuchst ihm zu helfen, nach oben zu kommen, musst du dich bücken, Kraft anstrengen, nach oben heben. Und kannst dich dabei ausrutschen, hinfallen. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. Aber wenn jemand auf dem Boden liegt und er kommt hoch und dem aus Spaß jetzt mal eine überbraten, der liegt doch eher einfacher, als wenn ein großer Kämpfer vor dir steht. Ja, vor den du dich stellst, wie so, oder vor einem fahrenden ICE. Wenn etwas auf dem Boden liegt, wie zum Beispiel mehrere Aktien, wie zum Beispiel eine Thyssen, ich verstehe nicht, warum ständig alle nur Thyssen kaufen, 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 seit Wochen gerufen haben. Hier, da. Da kaufe ich keine Thyssen. Ich warte, bis der Skifahrer im Tal angekommen ist
und dann wieder auf den Lift aufsteigt und dann sage ich, ah, der Lift fährt nach oben. Sobald er bei meiner Station angekommen ist, also in einem Rücklauf, steige ich in die Trendrichtung ein. Das gleiche aber hier. Fällt die Thyssen. Dann sagen sie alle, günstig, es geht noch günstiger, wow, ich gehe all in, ich steige aus. Und ich sage mir, und das lernen wir heute, ich warte genau auf das hier. Ich warte auf den Rücklauf und schlage oben drauf. Also bevor ich euch das ein bisschen zeige, ist es doch viel wichtiger zu erkennen, dass ihr sehen könnt, dass man auch im Swing Trading nicht nur gutes Geld verdienen kann, sondern auch viel einfacher und besser in der richtigen Zeit. Wenn man es auch beachtet. Beispiel. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal die FME, das ist die Fresenius Medical Care. Da haben wir heute Morgen im Trainingroom bei mir noch drüber gesprochen. Da ging sie nämlich runter. Hey, die ist doch eigentlich short, hatten wir ja besprochen, hin und her. Dahin pumpelte sie hier oben rum. Dass sie nachher dann so runtergeht, habe ich zwar jetzt nicht direkt gedacht, aber wir fangen erstmal im Monatsbereich an. Wenn ich mir das Ganze im Monatsbereich angucke, dann sehe ich nämlich Folgendes. Dass ich eine sogenannte FME, also die Fresenius Medical Care, niemals in diesem Bereich, ne, wir sehen keine Zukunft, Achtung, man sieht das hier, das ist ein EMA 50, solange ich hier drauf bleibe, muss ich im Rücklauf eher einen Long suchen. Ja? So, man sieht es hier, steigst nach oben, auch hier ist wieder eine Kaufzone. So, seht ihr das? Da ist eine Kaufzone. Da ist eine Kaufzone. Also ich habe niemals diese Bewegung gemacht. Die handle ich nicht. Ich habe solche Fehler gemacht. Moment, damit ihr das wisst, genau deswegen, ich habe Geld, viel Geld damit verloren, solche Sachen hier zu shorten. Es muss der Fall. Es muss, weil ich mir eingebildet habe, Beispiel. Ja? Oh, das ist die Trendlinie. Bei 69 Euro gehe ich mit allem rein, was ich habe. Das Ding ist aber dann nochmal fast 20% gegen mich gelaufen. Versteht ihr, warum ich hinaus möchte? Diese Sachen habe ich erlebt. Und das war für mich mein Lerneffekt. Und auch ihr müsstet genau sowas erleben. Also erleben natürlich einige sowas. Ihr müsst hingehen und euer Trading-Tagebuch führen und dann irgendwann mal sagen, so ein Mist. Immer, wenn ich gegen den Trend trade, verliere ich. Immer gehe ich gegen den Trend. Und dann erkennt man das. Und dann geht man irgendwann hin und sagt sich, nein, ich höre damit auf, weil irgendwann ist der Schmerz dafür zu groß. Das war bei mir irgendwann erreicht, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, das kann so nicht sein. Es muss doch viel besser gehen. Ja? Und deswegen möchte ich es nochmal zeigen. Ihr seht es selber, wir reden jetzt hier über Jahre, 2009, 2010, 2011, 2012, das ist ein Monatschart. Da suche ich eine FME überwiegend Long Trades. Komme ich hier nicht rein, dann suche ich mir eine andere Aktie. Es geht weiter hoch, seitwärts, seitwärts, es kommt runter. Und zack, seht ihr, Rocket. Ja, was habe ich gesagt, Kaufzone, wieder Rocket. So, natürlich geht es auch mal runter, aber nochmal, schau mal, Kaufzone, Kaufzone, seht ihr, was ich meine? Also simpler kann man doch nicht handeln. Warum soll ich denn versuchen, ständig hier irgendwo den Short zu machen? Ja, gibt so Leute, die feiern sich darauf, dass sie eine HelloFresh geschortet haben. Jetzt mache ich die HelloFresh mal auf. Die habe ich mir jetzt weder vorbereitet noch seit Tagen angeguckt. So. Der Riesenvorteil übrigens bei IG ist, was CFDs betrifft, bei euch findet man wirklich jede Aktie. Ja? Außer jetzt den Ultra-Penny-Stock überhaupt. So, aber schon eine Riesenauswahl. So, es mag ja sein, schaut mal hier. Ihr seht diese Bewegung, zip, zip, zip. Ja? Natürlich mag es mal sein, aber was ist denn, wenn du hier short einsteigst, den Ausstieg dann nicht hast? Hoch, hoch, verbilligen, verbilligen, beten, rausgehen. Und wenn du nicht rausgegangen bist, beten. Warum nicht bei so einem starken Trend hier einsteigen, hier einsteigen, hier einsteigen auf Long? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ja? Das bedeutet, dass der Trader zu Hause ständig denkt, oder viele, es muss fallen. Warum? Ich steige doch hier lieber long ein und nimm einen Schwung mit. Und wenn es hier nur 3 Tage ist, du weißt nicht, bis wohin der hochgeht. Du kannst es zwar messen, aber versucht nicht mehr gegen den Trend zu gehen. Der liebe Roger sagt, was ist die kleinste Zeiteinheit, um den Trend abzuleiten? Also, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt übergeordnete Trendbestimmung mache, fange ich immer im Monatschart erstmal an. Um zu sehen, wie ist die Großwetterlage? Ja, und jetzt sieht man es hier, Kaufzone,
Kaufzone, Kaufzone, Kaufzone, Kaufzone, Kaufzone. Und dann kam natürlich Oktober 2018, bumm, oh oh, Thema 50 im Monatschart unterquert. Nicht gutes Zeichen. Überhaupt nicht gutes Zeichen. So. Wenn das Ganze so aussieht, wir sind unter dem blauen Bereich, dann ändert sich der Trend vorerst. Das heißt für mich, Rückläufe dahin werden gnadenlos geschortet. Seht ihr? Rücklauf, runter. Und Paris Athen. Auf Wiedersehen. Machen wir weiter. Jetzt kommen wir noch ein Tief wieder hoch. Das wäre eine Shortzone. Aha. Seht ihr? Also, so simpel. Wofür brauche ich Raketenwissenschaften? Wofür muss ich irgendwelche Geschäftsberichte lesen? Eine Makro- oder Fundamentalanalyse machen? Es reicht doch einfach, gewisse GLs zu haben und dann in die richtige Richtung einzusteigen. Und das ist das, was ich nie verstehe. Es ist auf dem Silbertablett serviert. Ich zeige vielen, wie es geht. Leider sind es trotzdem viele, die versuchen schon wieder hier in der Fresenius Long einzusteigen. Gut, dass man sich sagen kann, hier gehe ich Long, denn, ich gehe mal in die Vergangenheit, hier war ein markanter Ausbruch gewesen 2012. Wir haben das Jahr 2018, das sind 6 Jahre her. Da kann man es mal gerne probieren mit einem bisschen größeren Stopp. Mal probieren, richtig so einen Rücklauf zu machen. Ich sage aber trotzdem, ich kenne solche Rückläufe. Die laufen nämlich nur bis hier vorne und brechen noch weg. Einfacher ist es, hier zu shorten oder spätestens hier short einzusteigen. Warum muss ich hier überall immer den Long suchen? So, kein richtig neues markantes Tief, geschlossen. Also ab jetzt dann hier vorsichtig, noch einmal runter, geht hoch. Ja, kein neues Tief, also vorsichtig an der Zone, läuft sogar bis nach da oben. Schließt aber drunter, geht runter, kein neues Tief. Hat ein neues Tief gemacht, aber nicht runter geschlossen. Für mich egal. So. Und dann, so sieht es aktuell aus. Das bedeutet, wir haben jetzt leicht drüber geschlossen. Was passiert denn in so einem Moment, wenn es leicht drüber schließt? Hier war zum ersten Mal unten. Er hat leicht drüber geschlossen und läuft dann erstmal seitwärts mit einer Korrektur. Du siehst, wenn er da drunter war und leicht nochmal drüber schließt, kann er trotzdem nochmal rückwärts gehen. Viel besser ist es immer, ja, dass das Ganze hier Abstand nimmt. Das ist, Stefan fragt, was das ist. Soll ich dir sagen, das ist Stefan, kostet aber 50 Franken extra. Nein, das ist Spaß. Das ist der immer 50. Ganz simpel. Und die Software müsstest du auch bei dir haben. So, jetzt pass auf. Da stehen wir gerade. So, jetzt suche ich natürlich mir so einen Einstieg. Drüber geschlossen, er könnte nochmal runtergehen in der kleineren Zeiteinheit. Dann gehe ich runter in den Wochenbereich. Sit. Und was sehe ich hier? Wow, hier gab es eine tolle Short-Möglichkeit. Runter. Hoch. Ja. Und da oben gibt es auch nochmal eine. Denn im kurzfristigen Wochenbereich, da sehen wir nicht in der Monatskerze, was passiert, sehen wir Folgendes. Hier, Short, nochmal, weitaus drüber, alles steigt nach oben. Hier wollen wir hochgehen. Wenn er hier runterfällt und runterfällt, seht ihr das? Runter. Seht ihr das? Und ab da könnte das Ganze wieder fallen. Also gehen wir nochmal in die Vergangenheit zurück. Ihr seht es, es zeigt immer schön nach oben, weit genug davon entfernt, heiß genug, Momentum, genug Druck. Ich suche mir eher Longs und will nicht diese Short-Partie machen. Man kann gerne mal diese kleine Partie traden, aber interessanter ist es, an guten Marken Long zu gehen. So, und ihr seht ihr selber, der Trend ist gebrochen. Und was sehen wir hier, Christos, du siehst ja auch, das Ding dreht sich. Das macht er das erste Mal so richtig seit 2001, geht er runter. Guck mal, was damals war. Rücklauf, Rücklauf. Paris hat den auch wiedersehen. Das gleiche könnte auch hier sein. Rücklauf, Rücklauf und Tschüss. Ja? Klar kann man jetzt sagen, durch die EZB, durch das billige Geld, durch das ganze Gedönse, könnte das jetzt sonst wohin gehen. Unabhängig davon geht es mir nur darum, euch zu zeigen, hier tut sich jetzt für mich ein neuer Trade auf. Dann gehe ich runter in die Tagesbasis, gucke mir das Ganze hier an. Trendkanal ist nicht nur das Wichtigste. Oh,
Heute vergleichen wir das Ganze mal. Wir hatten heute einen stärkeren Markt. Wir gucken uns das Ganze mal an. Tagesbereich im DAX. Hat zwar nicht so mega positiv geschlossen, aber guckt mal den Abstand. Hier steht plus 1%. Was steht denn bei der Fresenius? Minus 2,35%. Und was heißt das für mich? Die ist schwach, obwohl der Markt steigt. Dann gehe ich hin, gucke nach und sehe, sie steht auf Platz 3. Man kann sich auch bei Pareto solche Listen anlegen, zum Beispiel DAX oder MDAX und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich auf DAX und sehe, okay, Deutsche Bank stark, ThyssenKrupp stark, Lufthansa stark, Conti gut unterwegs, München Rück und so weiter. Ui, haben Sie den Finnen zum Schluss nochmal abverkauft ein bisschen, sehe ich gerade. So, jetzt mache ich mal so und sehe, wo steht sie? Wo steht sie? 1, 2 auf Platz 3. Seht ihr? Gehört zu den drittbesten Aktien heute. Ist natürlich jetzt fraglich, bekomme ich überhaupt nochmal einen Einstieg? Bedeutet auch für mich in diesem Moment, ja, hier schaut mir ein bisschen schöner, in diesem Bereich spätestens hier zu sagen, okay, ich möchte jetzt langsam Short einsteigen, aber es hat sich oben erstmal ein Widerstand bestätigt. Ich warte jetzt auf einen Rücklauf, würde dann in diesem Bereich hier Beispiel bei 76 Short einsteigen und jetzt kommt mal die Stoppsetzung. Jetzt sagen alle, ja, ich setze meinen Stopp genau an die 10 Cent über das letzte Hoch, vergiss es. Du setzt den Stopp genau auf die 78, vergiss es auch, runde Marken tödlich, knapp drüber auch, weil es geht gerne hoch, spiked nochmal ein bisschen und dann kommt er sonst selber. Also, jetzt muss man natürlich ein bisschen in die Trickkiste greifen und sagen, okay, wenn ich 76 jetzt einen Short habe, gibt es zwei Stop-Optionen. 77,84 wäre die eine, aber ich habe hier vorne das markante Hoch, also vergesse ich diese sofort wieder. Nehmen wir nochmal diesen Short vor und lege es ungefähr an die 78,18 zum Beispiel. Zweiter Stopp wäre dann hier 81,36. Bedeutet, der Einstieg von hier mit dem Stopp nach da sind ungefähr 2 Euro. Das bedeutet, wenn ich dann hier aussteige, beim Swing Trading sage ich immer, ein CRV von 2 mitzunehmen. Wisst ihr denn, was ein CRV von 2 ist? Macht mal ein X in den Chat. Wer weiß das von euch? Okay, mich die sagt No. Gewinn-Verlust-Ratio. Also, folgendes. Ich riskiere 2 Euro, möchte aber dafür 4 Euro auf Tasche haben. Also wäre der Exit bei 72. CRV, Chance-Risiko-Verhältnis. Bedeutet, meine Chance sind 4 Euro, Risiko ist 2 Euro. Also, das ist das Doppelte, deswegen CRV 2. Wenn es 6 Euro Gewinn wären, CRV 3. 8 Euro Gewinn, CRV 4. Und mein Tipp an alle, versucht euch mindestens hier oder hier zu probieren. Noch besser wäre natürlich hier. Warum? Auch das möchte ich einfach mal erklären. Und so, denn eine CRV von 1, also 2 Euro Stopp, 2 Euro auf Tasche, braucht ihr eine Trefferquote von 50% oder sogar ein bisschen mehr wegen den Gebühren, um plus minus null an der Börse zu sein. Wer an der Börse nichts verliert, gehört schon zum Gewinner. Ich weiß, das hört sich für viele komisch an, es ist aber so. Ja, also nochmal, wer an der Börse nichts verliert, ist schon ein Gewinner. Die zweite Sache ist, mach doch lieber ein CRV 2 draus. Das heißt, ungefähr von deinen 10 Trades müssen nur noch ja, knapp 4 in den Gewinn laufen und du hast keinen Cent liegen lassen. Zwar nichts verdient, aber dein Chance-Risiko-Verhältnis ist schon mal gut, weil wenn du immer, zum Beispiel, das musst du prozentual auf dein Depot natürlich rechnen, ne? Das heißt, wenn diese 2 Euro bei dir auf dem Depot, wir nehmen einfach ein Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein 10.000 Franken Depot.
10.000 Franken. Zehn wäre ein bisschen wenig. So, 10.000 Franken Depot. Risiko 100 Franken entspricht 1%. Bedeutet, Aktie kostet, gut, jetzt kann man das nicht ganz umrechnen. Euro ist ein bisschen anders als Franken, aber so viel macht der Braten jetzt nicht aus. Kostet 76, Stopp ist 78. Bedeutet, ich kann 50 Aktien short. Warum? Stopp ist ja 2 Euro gleich 2 mal 50 gleich 100 Euro, also ungefähr 110 Franken. Ja? Gewinn, Ziel sind 4 Euro in der Aktie. Also 200 Euro Gewinn. So. Und deswegen erkläre ich das ja gerade. Wenn ich jetzt von 10 Trades, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel 3,5 Trades in den Gewinn fahre, also 7% mitnehme, dann kann ich die anderen 7 einfach vergessen. Plus, minus 0. Oder wenn ich sage, liebe Jungs, ich sehe die viel tiefer, ich sehe eine Mindestkorrektur bis 68, dann hätte ich ja hier von der 76, 74, 72, 70, schon ein CRV von 3. Also, deswegen der Riesenvorteil vom Swing Trading. Wenn ich jetzt 6 Euro gegen 2 Euro Gewinn, also eine Aktie, mitnehme und die auch wirklich so lange halte, und man muss sich an diesen Plan halten, dass man von vornherein sein Ziel festlegt, dann hast du nur noch die Pflicht, 2,5 Trades von 10 in den Gewinn zu fahren und plus zu sein. Das sieht man hier unten. CRV 4, 5, 6 gibt es. Die gibt es hier im Wochen- oder gerade im Monatsbereich rauszusuchen. Das ist noch ein Riesenvorteil, mehrere Trades zu machen in einem höheren Zeiteinheit und dann mit dem größeren CRV. Kommen wir auf das Thema nochmal zurück. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, wie gesagt, wäre jetzt mein Take-Profit-Bereich ungefähr bei 72 Euro. Also ein CRV von 2 zu haben. Bedeutet, wenn ich jetzt mit 100.000 Euro das Ganze shorte, habe ich ein Gewinnziel von 2.000 Euro. Ich denke mal, soweit habt ihr das verstanden. Ja, und deswegen ist das nämlich schon mal ganz wichtig. Stelle ich aber allerdings den Stopp bei 76 auf die 81, dann ist 5 Euro Stopp. Jetzt wird es mit CRV 3 schwieriger. Ein CRV von 2 würde mir jetzt 10 Euro Gewinn und bis 66 abverlangen zu halten. Deswegen bei solchen größeren Stops, wenn man das also sicher haben können, möchte, dadurch erhöht man sich aber auch die Trefferquote, weil du hast eh einen weiteren Stopp. Dann muss man schon darauf achten, dass man ungefähr doch dann eher auf den CRV von 1 abspielt. Ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Schaut mal, 2 Euro in dieser Aktie sind ungefähr 3%. Das ist noch okay. 5 Euro aber in dieser Aktie. 5 Euro sind 2, 4, 5,5%. Na, Moment. 2 Euro sind, Moment. Aha, 7, 6. Sind fast 3. 2,8. Und das müsst ihr überlegen, mehr als das Doppelte, da sind wir bei 7%, 6% ungefähr, glaube ich. Oh, jetzt haben wir auch schon 18:44 Uhr, da muss ich auch mal ein bisschen den Taschenrechner zu Hilfe nehmen. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. 5 Euro geteilt durch 0,76. 6,5% wäre das. So, bei 6,5% Stopp, ja, ist doch klar, dass ich dann auch dann gucke, dass ich nach 6,5% minus eventuell aussteige, weil sonst wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Ja, also länger laufen. Aber so einen kleineren Stopp, wie gerade eben genannt, dann kann man das gerne ein wenig länger laufen lassen mit dem CRV von 2.
Orkan, kurze Frage aus dem Chat heraus. Kannst du kurz noch erläutern, der Indikator, die grün-rot gestrichelte Linie, welcher das ist und warum du Das den ist auch ein anwendest? Superpatient. Der hat aber überhaupt nichts im Swing Trading zu suchen. Den benutze ich nur im Daytrading-Bereich. Ja, den benutze ich nur im Daytrading-Bereich. Also im Swing Trading hat er nicht wirklich was zu tun. Also ich sagen würde, was weiß ich, jetzt würde ich hier shorten oder hier und Ziel ist da unten. Das ist nur Quatsch. Das ist mehr Daytrading. Man darf nicht vergessen, ich handle ja auch solche Aktien hier. Dann siehst du, da benutze ich den an. Ja, da benutze ich sowas zum Beispiel für einen Einstieg. Ja. Um auch zu erkennen, wie ist der Trend, zum Beispiel, wenn ich mal eins schalte für den kurzfristigen Bereich. Also ich sehe, da ist er zwar long, okay, der Trend ist bestätigt, Rücklauf short und so weiter. Also es ist nur für den sogenannten Daytrading-Bereich geeignet. Super, danke. So, bitte, bitte. So, das soweit verstanden. Das ist immer schon mal eine Trade-Idee. So, gucken wir mal den nächsten an. Guck mal gerade nach, ob Infine nachbörslich gerade auf die Mütze bekommt. Irgendwie so eine Meldung habe ich gerade eben mitbekommen. Christos, ich sehe das zwar jetzt nicht, aber ich habe ja eben schon gesagt, puh, Infineon ist ja echt ein bisschen heute sehr gut gelaufen, war ja auch sehr hoch platziert. Und falls du dich erinnern kannst, habe ich irgendwie noch selber gesagt, komisch, die ist doch noch am Schluss abverkauft worden. Schaut mal bitte her. Die Aktie war heute bei 20,45, wo ich unterwegs war. Das müsste 15, 16 Uhr gewesen. Ja, hier, 16 Uhr, siehst du? Schaut mal bitte her. Um 17:15 Uhr habe ich echt noch gedacht, oder hier im Bereich, wow, really, wow. Ne? Wie viel Druck heute? Weißt du, wo die Aktie nachbörslich gerade steht? Bei 19,58 €. Das ist dann ungefähr hier. Da kam nämlich eine Kapitalerhöhungsmeldung. Also die steht wieder in ihrer Unterstützung. Das ist das, was ich meine. Es gibt viele, liebe Teilnehmer, es gibt viele, die können Gewinne nicht mitnehmen. Und ihr müsst euch Ziele machen. Ja? Ihr müsst euch immer ein Ziel machen, wann ihr mal aussteigt. Einstieg, 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 Einstieg. Seht ihr schon wieder meine blaue Linie? Long. Aber, was viele nicht verstehen, mein Christus, du kennst das vielleicht auch, es gibt Leute, die lassen so lange laufen, wo du denkst, wow, der ist immer noch drinne. Die steigen partout aber nicht aus. Ich habe das in der ganzen Bitcoin-Ära mal mitbekommen. Da waren Leute in diesem, wie war das, heißt das gewesen? War das Ripple gewesen, glaube ich, oder sowas? Die waren so fett im Plus. Da waren die bei 3 Euro, glaube ich, oder sowas. Oder 3 Dollar. Ich habe gesagt, wow, raus, 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 raus. Und dann ist das Ding ja wieder auf 40 Cent oder sowas abgestürzt. Und das habe ich nie verstanden, warum man denn hingehen muss und so lange in so einem Wert überhaupt investiert sein muss. Ja. Ich glaube, das kann man hier mal nachvollziehen. Das ist hier Ripple, glaube ich. So, hier. Wow, das erinnert mich jedes Mal an solche Aktien wie Metabox, Softbank, so aus dem Jahre 2000, weißt du, die ganzen Dings mitgemacht, den neuen Markt mitgemacht hat. Die haben alle versucht einzusteigen. Alle versucht hier einzusteigen. Da waren diese 3 Dollar. Und an dem Tag, das war im Neujahr gewesen, habe ich dem Kumpel gesagt, wo bist denn du rein? Ja, leider erst, Achtung, leider erst bei 76 Cent. Der hat nämlich, als die hier hochgelaufen ist, hat er an dem Tag oder hier irgendwo gekauft, kurz vor Weihnachten, hat sich gefreut, schade, haben sich doch noch gefreut, wow, und hat er gedacht, das geht jetzt ein Leben lang so weiter. Und weil die Leute, und das ist noch eine Warnung an euch, in den Foren schreiben, Ripple geht locker auf die 10, jawohl, to the moon, to the moon, Lambo ist bestellt. Guckt euch das mal an. Ja, man sieht natürlich nicht, wo es endet. Aber es gibt so parabolische Anstiege. Und wenn ich so etwas habe, natürlich kann es sich ärgern, wenn du hier aussteigst, aber wenn ich das sehe, das ist ein Riesenindiz für, ich möchte korrigieren. So, jetzt kommt es. Auch für die ganzen Swing Trader. Viele schaffen hier dann, oh, wäre ich doch mal da oben ausgestiegen. Ein Tipp von meiner Seite. Psychologische Marke in der Nähe versuchen, im Rücklauf auszusteigen. Puff. Ist nochmal drüber gelaufen am nächsten Tag. Er hat nicht auf mich gehört und sagte dann zu mir, als sie hier war, wenn sie nochmal über 3 geht, dann gehe ich raus. Die ist aber nie wieder über die 3 gegangen. 2,84, 1,60, 88 Cent. Das heißt, die Gewinne, das war noch nie, gerade mal einen Monat um, lieber Christus. Und er guckte wieder wie ein Pustekuchen. Ja, war wieder plus minus null. Also das möchte er mir erklären.
Und wer sich rechtzeitig schafft, auszusteigen. Schaut mal hier, wieder meine magische blaue Linie. Ne? Da die ganze Zeit, ja, seht ihr den Indikator, könnt ihr bei mir erwerben für 199 Franken oder bei IG Schweiz Imperial. Da habt ihr ihn sogar kostenlos drin. Das soll nur Spaß beiseite sein. Es gibt wirklich Leute, die haben den Leuten vorher eben was verkauft, kostenlos. Das finde ich schon verwerflich. Und ihr seht aber selber, wie wunderschön das hier alles funktioniert. Und natürlich gegen News ist man nicht gefeit, aber ihr seht mal selber, was aus solchen Werten passiert. Deswegen sage ich jetzt nochmal, wer von euch, frage ich mal in die Runde, wer von euch hat eine Tesla-Aktie getradet? Wer hat die denn gehabt? Oder hat die immer noch? Mach mal ein X in den Chat bitte. Tesla. Da muss doch bestimmt einer dabei sein. Was ich nämlich nicht verstanden habe, ist, als die Tesla diese Rallye gemacht hat, und da haben wir wieder dieses Indiz. Ja, Achtung. Schaut her. Alle sagten, bei 1000 steige ich aus. Wieso denn bei 1000? Warum an einer runden Marke, wenn du so eine Rallye hast, geh vorher raus. 20, 10% oder 5% vorher raus. Hier, was passiert am nächsten Tag? Boom. Und dann steigen sie hier aus und sind da eingestiegen und ärgern sich. Als Beispiel. Oh nein, wäre ich doch mal drin geblieben. Hier kaufen sie wieder und so weiter. Also das hier sind Indizes dafür. Das heißt, auch hier nicht reinschauen, noch sowas Tolles warten. Und das nur mal für euch als Beispiel. Ne? Also, soweit verstanden. Infineon, aktuell sehr schlechte Nachrichtenlage, 19,68 €. So, und jetzt kommt schon die zweite Trade-Idee. Hier war ein Widerstand, Widerstand drüber, drunter, drüber geschossen und Rakete. So, ich gehe wieder auf den Monatsbereich hoch. Okay, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Dann mache ich mal so, dann sehe ich, okay, da ist noch Luft. Gehe ich in den Wochenbereich zurück. Ja. Und sehe selber, wenn ich jetzt in diesem Bereich, auch wenn wir schon tiefer stehen, markiere, so, seht ihr hier vorne, da siehst du Unterstützung im Jahre 2001. Das sind übrigens diese parabolischen Anstiege. Infineon gab es mal für 82 €. Die Leute sind nie ausgestiegen, haben immer wieder gehofft und irgendwann haben sie dann hier bei 80 Cent das Handtuch geschmissen. Schaut bitte her. Hier. Reaktion, Reaktion. Das hat gepasst. Guck mal, ob ich da noch ein bisschen was habe. Ja, wöchentlich. Bedeutet, aktuell befindet sich unsere Infineon-Aktie. Hier. So, das heißt, die macht Hilfe auf. Wenn sie im Rücklauf kommt, Stöpke ist drüber. Und sobald sie das Ganze hier das Wochenhoch von letzter Woche unterschreitet, dann gehen die Algos mehr auf Verkaufen über und das könnte hier runterfallen. Bedeutet für mich Kursziel und Stopp. Guck mal gerade nochmal nach, wo wir uns nachbörslich befinden. Ja, die erholt sich gerade ein bisschen 1968 beim Tief bei 1958. So. Grundkapital von 4%, strebt Bruttoemissionserlös, Aktienausgabe, bla 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 bla, Übernahme von HH Cypress Semiconductor. Okay. Also, Rücklauf, Stöpkes, was haben wir gesagt? Wir kriegen jetzt die 19,70 € morgen. Nur ein Beispiel wäre jetzt 20,70 € wäre der Stopp. Und dann müssten wir mindestens zurücklaufen bis 17,70 €. Das halte ich auch für realistisch. Also dieser Bereich hier wäre dann hier wieder ein Schwung. Das kann 1, 3 oder 4 Tage dauern. So, und so mache ich mit Ruhe meine Trades. Das bedeutet, entweder steige ich dann am nächsten Morgen manuell ein oder ich kann mir so ein Limit setzen und lasse dann die Position laufen. Und dann gehe ich natürlich hin, setze meinen Stopp, setze meinen TP. Ja, und das kann man wunderschön in der Maske natürlich bei IG machen. Du kannst hingehen, du kannst deinen Take Profit definieren, du kannst deinen Stopp definieren und sagen, ich lasse dich mal laufen. So, und das meine ich damit. Das ist ein kompletter Plan in der größeren Zeiteinheit.
Den Stopp, den kannst du dir mal einstellen. Ja, dass du nicht plötzlich sagst, ja, im Swing verliere ich immer mehr, weil die Stopps größer sind. Da musst du halt die Size kleiner machen. Du verlierst nicht mehr, sondern du kannst da viel effizienter auch teilweise deine Trades umsetzen. Du schaust ja wirklich den übergeordneten Trend an. Ich meine, auf der Monatsbasis, die Trendlinie, die du jetzt runtergezogen hast, Richtig. ist ja jetzt über ein paar Jahre bezogen, ne? Würdest du auch auf einer kürzeren Ebene, sagen wir mal, wir haben ja jetzt den Schwung jetzt nach oben gesehen, ja, das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir jetzt auf Tagesbasis nochmal sehen, von einem Low bis zum aktuellen, das ist ja eigentlich in dem Sinne ja auch ein, weiß nicht, was ist das, ist das ein tertiärer Trend, ist das ein sekundärer Trend, also ein Gegentrend sozusagen, würdest du darauf auch handeln? Würdest du das auch irgendwo nehmen und sagen, okay, dann handle ich eben nicht im Tageschart, sondern im 4-Stunden-Chart, aber eben auch einen Schwung in dieser Erholungsphase sozusagen rein, bis wir vielleicht in den Widerstand reinlaufen? Also erstmal finde ich das mal super. Das ist eins mit das erste Mal, dass ich von jemandem höre, Tertiärtrend, gegen Primärtrend, sau wichtig, cool, Christos. Ja, weiß nicht jeder, man merkt, du hast lange noch gehandelt. Ich handle nicht aus dem 4-Stunden-Bereich solche Sachen raus, zu sagen, ich möchte den kleinen Schwung noch mitnehmen. Also ich versuche schon wirklich im Swing-Trading-Bereich größere Entries zu finden. Ja, bedeutet, ich gucke mir erstmal monthly das Ganze an, wenn ich sehe, da ist was lange in eine Richtung gelaufen, was vorher stark gestorben ist. Wie damals zum Beispiel die Thyssen, da habe ich gesagt, Leute, bei 6 Euro, da gehe ich fett short rein. Siehst du es ja selber, die fällt. Ich komme gleich zu dem Begriff mit dem Tertiär und dem primären Trend. Den siehst du selber, fällt, 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 fällt. Aha, also ist eher Rücklauf wieder short angesagt. Ich gucke mir das Ganze weekly an und sehe, okay, das passt. Gehe auf Daily und genau hier setze ich den Short. Wieder an meiner wundervollen Linie, wie gesagt, für 199 Franken heute im Angebot oder bei IG sogar kostenfrei. Ja, du siehst selber, also von hier runter, aber jetzt hinzugehen und zu sagen, 4-Stunden-Bereich, wo befinde ich mich? Die Idee, die der Christus gerade auftut, ist überhaupt nicht mal so schlecht, denn es gibt ja diese sogenannten drei Trendphasen. Es gibt den sogenannten primären Trend, es gibt den sogenannten sekundären Trend und dann gibt es aus dem sekundären noch den Tertiärtrend, das ist so der Schlusstrend. Ja, um zu wissen, endet bald was, heißt aber nicht short einzusteigen. Und wenn ich mir das Ganze jetzt hier so anschaue, siehst du, lieber Christus, ich habe ja noch mehr Gründe gerade gefunden. Moment. Du siehst hier ganz effe Trendlinie, auch umsonst bei Projektan drin. Ja. Also man macht es sich zu schwer, viele studieren zu lange, lesen zu lange, tausend Gründe zu suchen. Du siehst diesen Kanal. Diesen Kanal werde ich jetzt nochmal ziehen, und zwar von diesem Tief zu diesem Tief. Das heißt, dieses gewisse Polster. Ja. Ich mache gerne immer so beide da rein. Und jetzt siehst du Folgendes. Jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Ja. Jetzt siehst du selber, okay, das Ganze hat jetzt hier einen Trend aufgetan. So, natürlich ein sehr steiler Trend. Ja. Und jetzt siehst du nämlich, dass der hier seinen sogenannten primären Trend hat. Da ist er noch drin. Bedeutet, also von hier unten aus gesehen, ja, für ihn ist es hier der primäre Trend. Jetzt pass auf, was ich mache. Aber er hat nicht Unrecht, denn wir haben nämlich auch noch so eine Art sekundären Trend. Aber bei dem sieht man es so schön sauber. Wenn er nämlich den verlässt, ja, ist sowieso mit Vorsicht geboten. Aber es gibt schönere Trendphasen, die man beobachten kann, wie primär, sekundär, tertiär. Ja, zu sagen, oh, da vorne ist Ende, bedeutet, ich gebe nur mal ein Beispiel. Sagen wir mal, das ist jetzt der primäre Trendkanal. Dann gibt es diesen sekundären Trend. Das ist dann der hier. Als Beispiel jetzt nur mal ein bisschen blöd gezeichnet, dass man nur versteht, worauf wir hinaus möchten. Ja, na, das wäre falsch. Moment. Aha. Sagen wir einfach mal, dieser hier wäre der sogenannte sekundäre Trendkanal. Und dann siehst du den hier so ausbrechen in so einen Tertiärtrend. Das ist hier ein bisschen schwierig zu zeigen. Das ist meistens das Ende. So. Und da hast du nicht ganz Unrecht. Da gucke ich nochmal nach, wie sind wir denn im 4-Stunden-Bereich unterwegs. Da setze ich sowas mal, um zu wissen, sind wir aus dem Tertiärtrend raus? Weil solange wir in einem Tertiärtrend oder in einem sekundären Trend noch drinne sind, ja, dann brauche ich nicht darüber nachzudenken, ob ich hier aus der ganzen Kiste aus- oder einsteige. Jetzt aber, wie gesagt, das sieht man ja selber, wenn das hier jetzt hier derjenige ist, der Trend, wäre noch Luft für den Tertiärtrend gewesen. Aber so abwegig bin ich von meinen Zielen nicht nach unten. Ja.
Aber ich mache es mir nicht ganz, ich gucke ungefähr, mache es mir nicht ganz kompliziert. Wie gesagt, wo befindet sich jetzt die Infineon-Aktie? Die ist aktuell bei 19 Euro und die ist ungefähr gerade hier. Und viel interessanter, um es jetzt wieder mal einfacher zu machen, ist nämlich Folgendes. Wir gehen wieder raus, wir ignorieren alle Linien, die wir eingezeichnet haben. Alle. Und nehmen uns nur diese hier vor. Und schaut euch das mal an. Boom, Widerstand. Zone angekommen. Also man konnte heute schon relativ schnell einlaufen. Punkt Nummer 2. Rücklauf. Natürlich sieht es jetzt manchmal nicht ganz so short aus. Wir sind wieder hochgelaufen. Aber man sieht so langsam so einen Trend nach unten. Und nicht mit short. Also hier vorne, Christos, hier ist es für mich lieber zu shorten. Egal, aber durch diesen Kanal hier, der First Touch, wird meistens bestraft. Also ein CFO von 1 oder eigentlich 2 sollte hier locker drin sein bei den Finnen. Das heißt, ja, wir haben heute den Finnen, wir haben die Fresenius Medical Care, schon mal 2 Trades und auch erklärt, warum wir die shorten. Und dann würde ich noch ganz kurz, kann ich ein paar Minuten überziehen, ist das okay? Ja, ein paar Minuten können wir, glaube ich, machen. Wenn Sie übrigens auch noch Fragen haben, liebe Teilnehmer, dann gerne jetzt platzieren. Ne? Genau, wir haben dann im Anschluss noch die Umfrage. Da können die Teilnehmer dann auf jeden Fall noch gerne Feedback geben. Da würde ich Sie sehr bitten, dass Sie uns das dann auch ausfüllen, dass wir auch wissen, was wir dann künftig noch für Sie anbieten können und was wir vielleicht noch verbessern können. Aber an der Stelle noch ein kurzer Hinweis, wenn Sie jetzt noch Fragen haben sollten, dann gerne jetzt noch stellen, damit der Orkan dann auch gleich nochmal drauf eingehen kann. Aber ja, ich denke mal, so ein paar Minuten kann ich dir natürlich noch geben, dass du da vielleicht auch deine Idee ausarbeiten kannst. Okay. Eine wichtige Sache an euch alle. Was mich mal freuen würde, wäre, wenn ihr dem lieben Christos mal schicken könntet, welche Themen euch an der Börse interessieren. Wenn man mich zum Beispiel fragt, hey, welches Thema wollen wir denn diesmal bringen, dann sage ich, das könnte interessieren, das könnte interessieren. Aber hey, ich bin nicht in euren Köpfen drin. Ich denke mal, Christos, wäre eine super Idee, wenn sie mal schreibt, mich würde das Thema Kontdaten interessieren, mich würde das Thema Devisenhandel in Perfektion interessieren und solche Sachen. Wenn ihr das auch mal schreiben könntet, das würde mich total freuen. Da kann man mal gucken, ob man daraus dann nicht von den Leuten, die wohl sagen, das meiste finden, ein Thema dafür finden. So. Ja, das ist auch ein Punkt im Umfragebogen. Also wenn Sie den ausfüllen wollen, liebe Teilnehmer, dann sehr gerne. Der Orkan geht da natürlich immer dann gerne drauf ein für zukünftige Webinare. So, schaut mal wieder her. Allianz. One Trade in a Life. Long 2016. Wieder mal der EMA 50 heute, wie gesagt, im Angebot. Und was ist passiert? Der Markt bricht ab. Was meint ihr, wer hier vorne geschortet hat? Jetzt bin ich vorsichtig aktuell. Der Monat ist ja bald zu Ende. Jetzt gehe ich in den Wochenbereich runter. Ja, und dann sehe ich doch hier schön mit meinem SMA 200 einen richtig dicken, fetten Widerstand. Alles harmoniert, alles kommt zusammen, Christos. Alles kommt hier auf eine Ecke. Das bedeutet, um das nochmal zu zeigen, ihr sollt es einfach verstehen, wie simpel es sein kann, wenn etwas stark fällt, in einem Rücklauf zu shorten oder wenn etwas extrem stark steigt, im Rücklauf long zu gehen. Ihr müsst nicht versuchen, ständig hier mit Gewalt euren Trade reinzuzwängen oder mit Gewalt zu shorten. Lasst es, vertraut mir. Ich habe dafür sehr viel Lehrgeld bezahlt in meinem Leben. Ja, wenn etwas so aussieht, im Rücklauf lieber mal draufkloppen, ein bisschen was mitnehmen und hier vorne seht ihr es zum Beispiel selber in der Allianz, ja. Hier zum Beispiel, als Beispiel, zack, Rücklauf aktuell, da auch wieder ein Short Swing von dort nach da. Ja, die Wo-rein-Wo-raus-Frage, die ist individuell zu bestimmen. Man kann dafür Fibos nehmen, man kann dafür GLs nehmen, man kann aber auch im Tagesbereich gucken, ungefähr, wo sind denn starke Unterstützung gewesen und sagen, spätestens da steige ich aus. Und wenn man sagt, ich möchte den Trend aber länger reiten, dann nehmt doch 80% der Position mit und versucht ein Stück laufen zu lassen für eure Psyche, um nachher zu sagen, hey, ich war noch mit dabei. So, dann wäre das erstmal zu Ende und dann würde ich mal direkt auf die Frage vom Marc eingehen. Jetzt sagt der Marc,
Welche Indikatoren sehen Sie als sinnvoll an und eventuell welche weniger? Gibt es eine Maximalanzahl an Indikatoren im Sinne, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr als Idee für ein Webinar, nicht, dass ich mein Abendessen noch verpasse? als Idee für ein Webinar, puh, ich sag mal ganz ehrlich, jeder hat eine andere Strategie. Was ich persönlich sagen kann, ist, dass für mich die Markttechnik absoluter Schrott ist zum Beispiel. Ja? Seitwärts merken wirst du alles, was ein Trendmarkt verdient, das wieder verlieren. Welche Indikatoren keinen Sinn machen? Das ist falsch. Der eine braucht die Stochastik und ATR. Ich benutze so etwas nicht. MACD ist beiläufig dabei, dann sagt, das ist Mist. Der eine tradet mit Bollinger. Ich mache es nicht. Das ist das Problem. Ich bin nicht der Allwissende. Ich kann es nicht richtig beantworten. Jeder macht es anders. Es muss zu Ihnen und Ihrem Handelsstil steigen, aber es gibt auch viel, viel Schrott. Ja? Also wenn man sich das mal angucken würde, wenn ich einen Indikator zu viel für zum Beispiel so ein BBO, was ist das? Davos Boxen, Commodity Selection Index, DSS, ja, die sagen, DSS pressert, Smooth, das wäre dann eine Übertreibungssache. Hey, seht ihr die irgendwo bei mir noch drin? Wo habe ich denn zum Beispiel einen Elder Ray drin oder zum Beispiel einen, was ist das? Kubkok-Kurve, Chaikin-Volatilität, es gibt so viel Schrott, ja, also, oder Sachen, die man einfach nicht braucht. Gesunder Menschenverstand, übergeordnet im Trend, ein, zwei kleine Durchschnitte, das reicht schon noch ein viel. Lieber Marc, guten Appetit in diesem Sinne. So, sind also von eurer Seite noch Stelle Fragen? Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade an der Stelle kurz zusammenfassen. Also wenn ich das mir jetzt nochmal Revue passiere, was du uns gerade gezeigt hast, gehst du eigentlich in den Wochen- oder Monatschart rein, um den primären Trend zu definieren, um zu sehen, in welche Richtung geht die Reise. Grundsätzlich hast dann sehr gerne auf den EMA 50, also den Exponential Moving Average, oder auf den SMA 200 verwiesen, den du dann auf täglicher Basis oder auf Wochenbasis dann anwendest, das wahrscheinlich dann dein signalgebendes Indikator dann darstellt und positionierst dich eigentlich in einer Art beim Swing Trading, dass du eben eine Position wirklich, ich sag mal, teilweise wahrscheinlich auch ein paar Wochen mal mitziehst. Ne? Das ist ja wahrscheinlich nicht nur ein paar Tage, sondern es kann auch mal 2, 3, 4 Wochen dauern, dass so ein Trade im Portfolio liegt. Ist das richtig? Ja, also ich sag mal, mindestens eine Woche, manchmal 2, auch wirklich 3, selten, aber es kommt schon mal 4 Wochen vor, weil jetzt selten, also nur nach 2,5, 3 Wochen. Versuche schon rauszusehen. Okay. Ja, gut, dann merke, es kommen keine Fragen mehr, dann könntest du die Umfrage starten. Genau, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, Orkan, für den spannenden Einblick. Wir haben unser nächstes Webinar mit dem Orkan, glaube ich, wieder im Juni. Das werden wir demnächst dann auf der Webseite wieder veröffentlichen. Liebe Teilnehmer, auch lieben Dank an Sie für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie konnten heute ein paar spannende Ideen vom Orkan bekommen und mitnehmen. Und bitte auf jeden Fall noch die Umfrage am Ende beantworten. Das hilft uns natürlich immer, dass wir dann auch wissen, welches Thema für Sie relevant ist für das nächste Mal. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Und Orkan, blende noch kurz seine Webseite ein. Vielleicht willst du noch 2 Sätze zu sagen, oder? Ja, wenn was ist oder sowas, hier könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. info@orkancoolist.com. Genau. Und mit den Worten ganz herzlichen Dank, lieber Orkan. Schönen Abend Ihnen allen natürlich ebenso. Guten Appetit und ja, wir hören uns und sehen uns dann vielleicht wieder beim nächsten Webinar. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Bis dann.